Ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben außer 5. Wie viele bleiben übrig? 3. Alle sterben außer 5. 3. Heißt es 5 plus 7 gleich 13? Oder 5 plus 7 ist 13? 5 plus 7 ist 13. 5 plus 7 heißt 13. So, was geht ab, man? Hier ist ja Dizzy wieder am Start und ich danke euch auf jeden Fall jeden Einzelnen, der bei meinem letzten Video oder beziehungsweise bei auf meinem ganzen Kanal die Videos einfach mich supportet hat mit einem Kommentar oder Like. Shoutout an jeden von euch. Und letzte Woche wollte ich eigentlich eine Fußball-Challenge hochladen, aber ich konnte das nicht tun, weil das Wetter letzte Woche wirklich ziemlich war. Und das ist auch der Grund, wieso ich dann auch nichts mehr hochgeladen habe. Die Videos, die ich zwischendrin gemacht habe, sind halt dann doch nicht so gut geworden, deswegen habe ich die auch dann nicht hochgeladen. Aber lassen wir mal das ganze Förmliche stehen. Heute habe ich 5 Fragen für euch vorbereitet und jeder einzelne hat 10 Sekunden Zeit, um jede einzelne Frage zu beantworten. Und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir an mit dem Video. Okay, was geht ab, Jungs? Ich bin hier mit dem... Battle King, also Snapchat. Keno. Batu. Ich heiße auch Batu. Okay, wie wollt ihr euch auf Snapchat irgendwie promoten oder auf Insta? Wollt ihr irgendwie sagen, wie er heißt? Ja, also Snapchat Battle King. Ja, auch Snapchat Kenan Unterstrich, ihr gehört. Batu 0709. Snapchat Batu 1179. Die erste Frage ist, ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben außer 5. Wie viele hat er dann noch übrig? Okay, ich bin hier mit dem... Letizia. Jatsche. Mila. Emma. So, wollt ihr irgendwie euer Instagram promoten oder Snapchat? Yellow Mamba. Yellow Mamba? Auch? Insta. Und du? Letizia.bill auf Instagram. Mila.official auf Instagram. MAB2602. Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. Ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben außer 5. Wie viele Hühner bleiben übrig? 5. Ah, krass gemacht. So, ich bin hier mit dem? Johannes. Willst du vorher vielleicht dein Insta oder Snapchat oder beides promoten? The date all changed auf Instagram. Okay, und Snap? Jock-7. Okay, ihr habt's gehört, also checkt ihn mal ab. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit der ersten Frage. So, ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben außer 5. Wie viele bleiben übrig? Fünf. Okay. Welche Worte stehen auf dem Rand eines 1-Euro-Stückes? 1 Euro. Gar nichts. Nochmal? Gar nichts. Welche Worte stehen auf dem Rand eines 1-Euro-Stückes? Das Jahr, ohne was Zeit gekommen ist oder so. Was denn? Das Jahr, irgendwas mit einem Jahr. Nein, das Jahr. Auf dem Rand eines 1-Euro-Stückes? Nix. Sicher? Ja. Was sagst du? Irgendein Bild. Nein, nicht am Rand, am Rand. Am Rand sind nur so Zahlen, so für Blinde, so Raffelungen. Ja, so wirklich. Raffelung? Und du? Ja, ich glaube auch solche Riffel. Okay, nächste Frage. Watch your profanity. Right, I'm sorry. Welche Worte stehen auf dem Rand eines 1-Euro-Stückes? Nochmal. Welche Worte stehen auf dem Rand eines 1-Euro-Stückes? Euro. Nochmal? Euro. What is that? Oh shit, what is that? Heißt es 5 plus 7 gleich 13? Oder 5 plus 7 ist 13? 5 plus 7 ist 12. Ist 12, glaube ich. 12. Ja, alles klar. Komm. Keine Fotze. Ich bin der Mac in diesem Business und trinke die Gepäck, ist eine Kiste mit. Ich bin heute mit zwei hübschen Damen. Mit einmal der Johanna. Und der Tina. Wollt ihr vorher vielleicht euer Insta oder Snapchat promoten? Instagram jo_hanna_. Und du? Instagram Tina Rashid. Okay, ihr habt's gehört. Also Jungs, schaut vorbei. Ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben außer 5. Wie viele bleiben übrig? 5. So, ich bin hier gerade mit zwei Hypebeasts. Zum einen dem? Liam. Und dem? Adam. Ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben außer 5. Wie viele bleiben übrig?
Drei. Drei? Ja. What? Ja. Doch? Ja. Seid ihr sicher? Ja. Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. That nigga's tripping. Also ich bin heute hier mit einem Pärchen und zwar mit der Theresa. Pascal. Und wollt ihr vielleicht Insta promoten, Snapchat? Passt, nee, machen wir nicht. Ein Metzger hat 8 Hühner und 5. Und alle sterben außer 5. Wie viele bleiben übrig? Mal was? Ich, das ist so peinlich. Ein Metzger hat 8 Hühner, alle sterben außer 5. Wie viele bleiben übrig? 3. Ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben. Aber alle sterben. Das macht keinen Sinn. Ich bin hier mit der India. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Nämlich, ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben außer 5. Wie viele hat er übrig? Alle sterben außer 5. 3. Ja. Wie? 3. Sicher? Ja. Nein, doch. In welchem Monat schlafen 18-jährige Chinesen am wenigsten? Jeden Monat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sicher, ihr wollt nichts sagen? Irgendeine Antwort? Sag doch mal die Frage. In welchem Monat schlafen 18-jährige Chinesen am wenigsten? Winter. Was? Was sagst du? Ich hab echt keine Ahnung. In welchem Monat? Genau. Februar, keine Ahnung, ich weiß. Jeden Monat. Mhm. Welchen Monat? Ja, jeden Monat. Jeden? Ja. Sicher? Ja, ich würde sagen. Ja. Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Mal. In welchem Monat schlafen 18-jährige Chinesen am wenigsten? Vielleicht im November. November? Vielleicht. Und was sagst du? Gott, wahrscheinlich da, wo Silvester. Was sagst du? Februar. Februar. Bist du ganz sicher? Ich glaube schon, ja. Und deine Antwort will ich noch? Hä, du bist ein Chinese. Check ich nicht. Februar, mein Februar. Ich auch. Heißt es 5 plus 7 gleich 13 oder 5 plus 7 ist 13? 5 plus 7 ist 13. 5 plus 7 ist 13? Welche Worte stehen auf dem Rand eines 1-Euro-Stückes? Was? Auf dem Rand eines 1-Euro-Stückes? Gar nichts, oder? 1 Euro, oder? 1 Euro? Genau, ja, die haben's. Schlau. Welche Worte stehen auf dem Rand eines 1-Euro-Stückes? Euro. 1 Euro? Nee, halt, es steht so Euro drauf. Und was sagst du? Na, mal schauen. Oder gar nichts. Nein, einfach nur so Euro? Ja. So, ich bin hier mit dem Alex und dem Servus Dennis, Mann. So, wollt ihr vielleicht vorher euer Instagram oder Snapchat promoten? Ja, Alex_58. Dennis bei Snapchat Dennis.212. Ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben außer 5. Wie viele bleiben übrig? 5. Ja, auch 5. Ich bin hier mit der Vanessa, Ronja, Lena. Wollt ihr Snapchat oder Instagram promoten? Instagram Classessa Erdalkaya3 Lena.240. Ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben außer 5. Viele bleiben übrig. Nein, warte mal. Sicher? 5, 4, 5. 3. Warte, was war nochmal die Frage? Also, ich bin hier mit der Alessandra, dem Alex und dem Ramon. Wollt ihr vorher euer Insta oder Snapchat promoten? Alessandra De Leo. Auf? Instagram. Und du? LA The Real. Offiziell.pat auf Instagram. Alles klar, schaut's vorbei, Mann. Ein Metzger hat 8 Hühner. Alle sterben außer 5. Wie viele bleiben übrig? 3. Ja, gar kein. Alle sind tot? Nein, keine Ahnung. Und was sagst du? Ich hab die Frage nicht verstanden. Wie war das? 10 Sekunden Zeit. Du musst antworten. Warte, alle. Warte, alle.
Wie war das nochmal? 10 Sekunden vorbei. So, die letzte Frage ist, du bist Busfahrer. An der ersten Haltestelle steigen 5 Leute ein. An der zweiten Haltestelle steigen 2 Leute ein und 3 Leute aus. An der dritten Haltestelle steigen 4 Leute ein und 5 Leute aus. Wie heißt der Busfahrer? Batu, ich bin der Busfahrer. Du bist Busfahrer, okay? Das ist die letzte Frage. Du bist Busfahrer. An der ersten Haltestelle steigen 5 Leute ein. An der zweiten Haltestelle steigen 7 Leute ein und 3 Leute aus. An der dritten Haltestelle steigt eine alte Frau ein und 5 Leute aus. Okay, wie heißt der Busfahrer? Letizia. Ja. Letizia, ja. Warum? Ja, weil Letizia. Ich bin der Busfahrer. Ach so. Alter, Letizia, oh mein Gott, wenn ich damit jetzt gerechnet, ich schwöre es nicht. Ey, das war voll so, ne? Oh mein Gott, ich kann das nicht schlecht. Was hier? Heißt es 5 plus 7 gleich 13? Oder 5 plus 7 ist 13? Ist beides. Nein, ist oder? 13. Ja, gleich 13. Endgültige Antwort? Ist 13? Okay. Dann würden wir sagen, nächste Frage. Heißt es 5 plus 7 gleich 13? Oder 5 plus 7 ist 13? 5 plus 7 ist 12. Oh, okay. Also. Erster Busfahrer, okay? Du bist der Busfahrer. An der ersten Station steigen 10 Leute ein. An der zweiten 5 weitere ein, einer aus. An der dritten Station steigt ein alter Mann ein, aber 10 Leute aus. Wie heißt der Busfahrer? Ja, Alex. 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 Das war nicht ganz so dein Name. Heißt es 5 plus 7 gleich 13 oder 5 plus 7 ist 13? 5 plus 7 gleich 13. Ah, er ist 12. 5 plus 7 ist 12. Achso. Hi. Okay. In welchem Monat schlafen 18-jährige Chinesen am wenigsten? Was? Was ist das denn? Was würdet ihr sagen, eure Antwort? Was nochmal? In welchem? In welchem Monat schlafen 18-jährige Chinesinnen am wenigsten? Chinesinnen? Chinesen. Warum 18-Jährige? What? Was würdet ihr sagen? Dezember. Oh. Dezember? Ja. Und du? Januar. Januar. Boah, if you don't get... In welchem Monat schaffen 18-jährige Chinesen am wenigsten? Keine Ahnung. Sicher? Januar. Heißt es 5 plus 7 gleich 13 oder 5 plus 7 ist 13? 5 plus 7 ist 13. 5 plus 7 heißt 13. Alles klar, nächste Frage, ne? Die Snap. Gar nicht. In welchem Monat schlafen 18-jährige Chinesinnen am wenigsten? Keine Ahnung. Alle gleich. Alle gleich? Ja. Keine Ahnung. Sicher sagt irgendein Monat? Ja, ne, keine Ahnung. Du bist Busfahrer, an der ersten Haltestelle steigen 5 Leute ein. An der zweiten Haltestelle steigen 15 Leute ein und 6 Leute aus. An der dritten Haltestelle steigt ein alter Mann ein und 3 Leute aus. Wie heißt der Busfahrer? Johannes. Also. Richtig. In welchem Monat schlafen 18-jährige Chinesinnen am wenigsten? Oh, das ist jetzt ein Fun-Fact, aber es... Weiß nicht, was denkst du? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Nee. Hä? Alter, die Fragen sind zu schwer für mich. Kein Ansatz, wirklich nix? Gleich irgendein Monat sagen? 10 Sekunden. Ja, echt so. Super. In welchem Monat schlafen 18-jährige Chinesen am wenigsten? Alter. In welchem Monat schlafen 18-jährige Chinesen am wenigsten? Digga, was sind das für Fragen? Hau mal November raus, Digga. Ich sag Juli. Sicher? Ja. Du bist Busfahrer. Also du bist die Busfahrerin, sag ich mal.
Okay, steigen 3 Leute ein bei der ersten Station. An der zweiten Station steigen 3 Leute ein und 2 Leute aus. An der dritten Station steigt eine alte Frau ein und 4 Leute aus. Wie heißt der Busfahrer? Busfahrer? Ja, den hast du nicht den genannt. Achso, ich. Hey, ich glaube, ich bin die Busfahrerin. Genau, genau. Du bist Busfahrer, an der ersten Haltestelle steigen 6 Leute ein und 5 Leute aus. An der zweiten Haltestelle steigt eine alte Dame ein und 1 Person aus. An der dritten Haltestelle steigen 10 Leute ein und 4 aus. Wie heißt der Busfahrer? Money. Die Antwort ist Money. Es ist immer der Money. Gar nichts, keine Ahnung. Ganz sicher? Ja, save the money. Ist hier eigentlich ziemlich gut geschlagen. Hast du vielleicht ein Grußwort vielleicht an irgendjemanden? Schau an Leogic auf Instagram. Leogic auf Instagram? Ja. Nö. Okay, passt. Dann danke ich dir, gell? Hau rein, Bro. Ciao. Ciao, ciao. Frank, ich danke euch, gell? Habt ihr vielleicht ein Grußwort vielleicht? Wollt ihr irgendjemanden grüßen? Sicher? Sicher, ganz sicher? Irgendeine Freundin, Freund, Kumpel? Ich grüße, Grüß deine Klasse. Ich grüße meine Freundin Letizia. Und wen grüßt du? Ich grüße meinen Freund Jatsche. Und du? Ich grüße alle aus der 10P. Ja, ich auch. Alle aus dem St. Anna. Aus dem St. Anna, ja. Ja. Ready ist auf. Da ist er. Ja. Seid stolz auf eure Mitschülerin. Ja. Okay, dann würde ich sagen, was denn? Das wusste ich gar nicht. Ja, okay, dann würde ich sagen, haut's rein, gell? Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. 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 Oh, ciao. Und habt ihr ein Grußwort vielleicht an irgendjemanden? Wollt ihr irgendwas sagen? Grüße an die Friedrichs-Wirtschaftsschule. Ja, Mann, Grüße an Friedrichs-Wirtschaftsschule. Grüße an alle Jungs. Bruh. Grüße an Erdogan. Und? Alles klar, Jungs, haut rein, gell? Dann? So, dann danke ich euch auf jeden Fall. Habt ihr vielleicht ein Grußwort? Irgendwas? Irgendjemanden grüßen? Wollt ihr vielleicht irgendjemanden grüßen? Ich grüße alle armen Studenten, die bald wieder lernen müssen. Bis genau. Selbe. Okay, dann würde ich mal sagen, danke. Wollt ihr grüßen? Ich grüße Sami, den Spasten. Ja, Sami, den Holzkopf und Simon. Ich grüße meine beste Freundin Sophia. Okay, oh, du bist die Freundin? Simon, waffa culo. Nein. Hey, danke schon mal. Habt ihr irgendwie ein Grußwort? Wollt ihr jemanden grüßen? Na ja, Mann, ich grüße seine Mutter. Wait a minute. Hold, wait, first of all, you're not gonna speed past that like you didn't just say what you just said. Yeah, nix. How could this happen to me? I made my mistakes. Wirklich? Ja, fertig, Bro, danke. Danke, Jungs, gell? Habt ihr irgendwie ein Grußwort noch an irgendjemanden, Familie, Freunde? Hallo Mama. Nein. Nee. Sicher? Ich grüße meine Freunde Jasmin und Alexandra. Ich grüße meine Freundin Soraya und Laura. Alles klar, dann danke ich euch, gell? Dankeschön. Hä? Wo denn? Was du? Ja. Achso, grüß nochmal wen? Emily und Magdalena. Emily und Magdalena? Alles klar. Was geht ab, Mann? Danke, dass ihr mein Video geschaut habt. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann seid ihr echt OGs. Kommentiert auf jeden Fall unten in den Kommentaren, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Schreibt einfach Edizy Gang rein oder ich habe es bis zum Ende geschafft. Was die letzten Videos angeht, beziehungsweise die letzte Woche, ich konnte einfach nicht hochladen, weil ich erstens hier in München einfach scheiß Wetter hatte und zweitens, weil ich das mit der Schule und alles nicht richtig regeln konnte, dass ich da noch Videos mache. Auf jeden Fall macht euch deswegen keine Sorgen. Ich werde nächste Woche und die ganzen Wochen darauf werde ich auf jeden Fall mindestens einmal hochladen, jede Woche. Also könnt ihr euch sicher sein. Und ich würde eigentlich nur sagen, checkt auf jeden Fall die anderen Videos noch ab und folgt meinem Kameramann, Freddy. Yo, gang, gang. Ihr habt's gehabt, weil er hat ein richtig freshes Insta-Feed, richtig korrekter Typ. Schaut's einfach vorbei, vielleicht gefällt euch das ein oder andere Bild. Und dann würde ich eigentlich nur noch sagen, abonniert meinen Kanal, wenn euch bis jetzt alles gefallen hat. Schaut andere Videos an. Ich werde am Ende des Videos werde ich noch was einblenden, also klickt's drauf. Und dann würde ich eigentlich nur noch sagen, peace. Up late night, bitch, I'm feeling like I'm Jimmy Fallon. 10 diamond rings on my hand like I'm good at sports. Bought a new crib and that bitch came with a tennis court. Flexing should have been a sport.